wir sind in der Großaufnahme. Das Solo startet, fängt an auf der Zählzeit 4. Vom vierten Bund auf der G-Seite aus, das ist die Note H, das ist eigentlich der Grundton unserer Tonleiter, deswegen habe ich diesen Startton gewählt, auf der Zählzeit 4 und wir sliden in den neunten Bund zur G-Seite und da wäre dann genau die 1. Wir haben also genau eine Viertel zum Sliden, also 1, 2, 3, 4, 1. So, und hier oben geht das Solo eigentlich wirklich los. So, und da starten wir mal, ne? Wir haben nur diesen Einstiegspunkt. So, dann spielen wir drei halbe Noten, nämlich einmal dieses E hier oben, 1, 2, einen Ganzton tiefer, das machen wir jetzt mit dem Zeigefinger, auf derselben Seite, 3, 4, mit dem Zeigefinger gehen wir einen Halbton tiefer, 1, 2, das sind alles halbe Noten, ne? Können wir ein schönes Vibrato drauf machen. Dann schlagen wir den Ton im sechsten Bund, das ist die Note Cis, nochmal an und machen mit dem Mittelfinger ein Hammering und ein Pull-Off. Ne? Und dann gehen wir mit dem Mittelfinger danach in den siebten Bund zur D-Seite. Die Note A ist das denn dann. Das ist das erste kleine Lick. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mit dem ersten ist das dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Die Zählzeit 4 klingt dieser Ton nur aus. So, jetzt gibt es einen kleinen Lauf. Ich habe mich entschieden, diesen Lauf im vierten Bund zu starten. Ich konnte in irgendwelchen Videos leider nicht rausfinden, wie er das genau macht. Ich habe mich übrigens bei dem Solo eher an Live-Versionen orientiert, weil er das in neueren Live-Versionen dieses Solo etwas anders spielt, wie auf der Originalaufnahme. Und naja, es ist halt die authentische Version, so wie wir es jetzt spielen. Deswegen habe ich mich für eine Live-Version entschieden. So, jetzt gibt es einen kleinen Lauf, den er danach immer spielt. Die ersten Noten dämpft er übrigens alle ab. Das ist dieser kleine Lauf. Dieser kleine Lauf startet kurz hinter der 1 vom dritten Takt. Das ist ein 16. Lick, bei dem Tempo allerdings noch relativ langsam in Anführungsstrichen. So, und dann starten wir im vierten Bund auf der A-Seite. Das ist wieder die Note Cis. Und dann spiele ich das Cis und den Halbton drüber. Also vierter Bund, fünfter Bund. Und dann gehe ich mit dem Zeigefinger auf der gleichen Seite in den siebten Bund. Und da geht eigentlich der Rest dieses Licks weiter. Und zwar so, dass wir eben halt kurz hinter der 1. 1. So, und dann habe ich hier siebter Bund, das E auf der A-Seite und neunter Bund, das Fis haben wir denn da. Und dieser Ton hier, das wäre genau die Zählzeit 2. 1. Ne, das ist genau die Zählzeit 2. So, nach diesem Ton kommt der kleine Finger. Im 10. Bund auf der A-Seite nochmal. 1. So, und dann gehen wir mit dem Zeigefinger in den 7. Bund zur D-Seite. Das wäre die Note A dann natürlich wieder. 1. Ne, so, und von dem Ton, von dem A, gehen wir nochmal zurück zum kleinen Finger in den 10. Bund zur A-Seite. Und wieder zurück zum 7. Bund. Ich spiele es mal bis dahin. 1. Ne? 1. Ne? Das kann man, glaube ich, checken. So, und jetzt gehe ich mit dem Zeigefinger dann in den 9. Bund von der D-Seite. Da mache ich dann weiter. Und dann hänge ich eigentlich nur noch zwei Töne hinten dran. Die können wir dann auch wieder, ja, unabgedämpft spielen, in Anführungsstrichen. Das ist denn diese Geschichte. Das ist einfach der 9. Bund, der 11. Bund, der 9. Bund und wieder der 11. Also die Note Cis am Schluss dann eben halt auch nochmal. Ja, da ist dieses Lick zu Ende. Ich mach's mal ganz langsam. 1. Nochmal ganz langsam. 1. Ne? Okay, dieser Ton ist, das ist die Zählzeit 4, mit der ich dann aufhöre. Und dann gehe ich wieder zurück in die siebte Lage. Und auf der 2 und gibt es nochmal das A im siebten Bund. Und dann macht er ein Hammering, ein ganz schnelles Hammering mit einer Vorschlagsnote in den 9. Bund. Das hängt er dann noch hinten dran, hinter diesem Lauf. Ne? Ne? Das ist die 2 und für das A und die 3
Ist so ein ganz schnelles Hammering. Sprich, ihr schlagt erst den Ton im siebten Bund an und macht dann sofort ein Hammering in den neunten Bund. Und da ist natürlich wieder ein kleines Vibrato drauf. Super. Okay. So, nächstes Lick, was er dann spielt. Ich spiele übrigens die Licks gleich nochmal alle ganz langsam hintereinander weg durch, wie ich das eigentlich immer so mache. So, nächstes kleine Lick. Startet auch wieder kurz hinter der 1. Das ist die 16. hinter der 1. Da sind wir dann im neunten Bund auf der H-Seite. Na, das ist dann die Note Gis. Da machen wir dann ein, da spielen wir zum 12. Bund auf der H-Seite und zurück. Ne? Da spielen wir zwischen diesen beiden Noten 9. Bund, 12. Bund, 9. Bund oder auch Gis, H, Gis, spielen wir hin und her. Und dann gehen wir wieder in den 12. Bund von der H-Seite und den ziehen wir dann. Den ziehen wir dann. Und eigentlich ziehen wir den auch zweimal. Den halten wir auch gezogen. Und beim zweiten Mal, wenn wir diesen Ton das zweite Mal ziehen, das sind übrigens zwei Achtel, diese gezogenen Töne, dann nehmen wir den Zeigefinger. Mal ganz langsam gemacht. Dann nehmen wir den Zeigefinger, der spielt dann nämlich zu dem zweiten gezogenen Ton die Note Cis im neunten Bund auf der E-Seite. So dass man so ein ganz schrilles Unisono-Bending hinbekommt. Und in den Original-Solis, in den Live-Solis, die ich gesehen habe, reißt er da nochmal am Vibrato-Hebel, um da so ein ganz extremes Vibrato mitzumachen. Da ich jetzt keins habe, fällt das bei mir jetzt gerade flach. Man kann es auch ohne spielen. Aber ne, das wäre eine Stelle, wo er mal einen Vibrato-Hebel. Wer so ein Ding hat, kann ihn da mal benutzen. Also das ganze Lick ist dann eben halt 1. Hebel. So, und das klingt eigentlich bis zu diesem, ja, in dem Takt passiert nicht mehr. Und in dem letzten Takt denn davon kommt dieses Lick. Das startet dann, also das ist jetzt ganz genau auf der 1. Der kleine Finger startet im 12. Bund auf der hohen E-Seite. Dann gibt es einen Halbton-Pull-Off zum Ringfinger. Und noch einen Pull-Off in den 9. Bund. Das sind die Noten E, Dis und Cis, wenn man so will. Dann gehen wir mit dem kleinen Finger in den 12. Bund, ja, H-Seite, der Ton H. Und dann kommt nochmal im 9. Bund das Cis. Und das. Wir schließen auch mit dem tief gespielten Cis. Wir gehen eine Oktave runter ab. Das ist dann im 11. Bund auf der D-Seite. Das ist nochmal die Note Cis. Ja, dann spielt er eine kleine. Ja, eine kleine, ja, was heißt 16-Figur? Er spielt immer 2 16 im nächsten Takt. Das sind die letzten beiden Takte, in denen wir uns jetzt befinden. Taktnummer, was ist das? 7 muss das denn irgendwie sein, ne? Beziehungsweise mir ist es jetzt 8, weil ich einen Takt früher angefangen habe, das aufzuschreiben. So, und dann haben wir im 13. Bund auf der G-Seite, nehmen wir das, ja, das Gis wäre es denn dann eben mal. Ne, und dann haben wir den, wir spielen eigentlich eine kleine Quinte hier, einen kleinen Powerchord. Runter zum Cis im 11. Bund auf der D-Seite. Und diese beiden Töne wiederholen wir 4-mal. Immer mit einer kleinen 16. Pause dazwischen. Die Rhythmik brauche ich gar nicht so genau erklären, weil es sind immer diese beiden Töne, die kommen direkt hintereinander. Ba-bab, 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 ba-bab. Mehr ist das eigentlich gar nicht. So, und ganz am Ende spielt er mal Anleihen aus einer Harmonisch-Moll-Tonleiter. Oh Wunder, oh Wunder. So, und ja, das fängt eigentlich im 4. Takt dieses Taktes, den ich gerade erkläre, an. Und man könnte in diesen Ton reinsliden. Das sind 2 Achtel. Das ist einmal die Note im 14. Bund und im 13. Bund auf der H-Seite. Und weil das ein Halbton auseinander liegt, slide ich gleich mit dem Mittelfinger in den 14. Bund und dann spiele ich danach die Note im 13. Bund eben halt. Ne? Und dann wiederhole ich diesen Ton im 13. Bund, lasse das Ganze zu einer 16. Melodie werden, indem ich dann, ne, ich schlage den Ton im 13. Bund nochmal an, mache dann ein Hammering, wieder mit dem Halb, mit dem Mittelfinger ein Halbton, ein Halbton-Hammering rauf, ein Hammering und ein Pull-Off. Ne, und dann gehe ich mit dem Mittelfinger in den 14. Bund zur G-Seite. Und dann gehe ich wieder zurück zum Zeigefinger im 13. Bund auf der H-Seite, also den ich die ganze Zeit da spiele. So, und dann gehe ich auch wieder in den 14. Bund zur G-Seite und einen Halbton tiefer da dann auch noch in den 13. Bund zur G-Seite und damit höre ich auf. So, jetzt gehe ich nochmal alle Licks einmal ganz kurz durch. Das ist ja gar nicht so lang und so schwierig eigentlich nachher. Das ist ein kleines, kurzes, knackiges Solo. Eigentlich auch relativ untypisch, weil Rammstein ja sehr selten mal irgendwelchen Soli-Parts in ihren Songs haben. So, also das Solo startet auf der Zählzeit 4 mit einem kleinen Slide vom 4. Bund
in den 9. Ne, auf der G-Seite. Und jetzt spiele ich mal alle Licks ganz langsam hintereinander weg. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lick Nummer 1. Dann. Tick Nummer 2. Das gehört noch dazu. Dann kommt jemand. Lick Nummer, ne, das nächste. Und dann kommt der Schluss schon. Nochmal ohne Gequatsche dazwischen. 1, 2, 3, 4. Ich habe die Noten ja immer eingeblendet. Viel Spaß dabei. Probiert's aus. Ist ein ganz witziges kleines Solo und ist auch gar nicht, also, ne, ist, also man muss es erstmal flüssig durchspielen können. Ja, und wie gesagt, im Original ein bisschen mit Wah spielen. An einer Stelle kann man mal einen Hebel benutzen. Das war's. Viel Spaß.